Seid gegrüßt, meine lieben Freunde! Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion über die Pronomen. Diesmal sprechen wir über das besondere Pronomen es. Dieses können wir vielseitig verwenden und daher sehen wir uns gleich ein paar Beispiele an. Gefällt dir mein neues Kleid? Ja, ich finde es wunderschön. Das Kleid. In diesem Satz ersetzt es das Hauptwort Kleid. Dies gilt natürlich nur für sächliche Hauptwörter. Also das Buch, das Heft, das Fußballspiel. Wie findest du dieses Buch? Ich finde es sehr interessant. Wo hast du das Heft gekauft? Ich habe es in einem kleinen Geschäft gekauft. Wie hat dir das Fußballspiel gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja kein großer Fußballfan. Es gibt viel zu wenig Tore und viel zu viele Fouls. Manchmal ist es eine Katastrophe. Wie ihr seht, auch hier kann man es verwenden. Manchmal ist es eine Katastrophe. Ich habe es dir schon dreimal gesagt. Hier wird es eher abstrakt verwendet. Und die Frage würde sofort lauten, manchmal ist es eine Katastrophe. Was ist eine Katastrophe? Ich habe es dir schon dreimal gesagt. Was hast du mir schon dreimal gesagt? Sehr oft wird es auch in Sätzen mit das oder ob verwendet. Es ist schön, dass du gekommen bist. Es ist gut, dass ich dich getroffen habe. Es freut mich, dass du so glücklich bist. Es tut mir leid, dass es dir nicht gut geht. Es ist fraglich, ob wir dieses Problem lösen können. Es ist nicht sicher, ob ich heute kommen kann. Es ist ungewiss, ob wir einen Krieg verhindern können. Es ist egal, ob wir heute oder morgen Deutsch lernen. Nein, es ist natürlich nicht egal, ob wir heute oder morgen Deutsch lernen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Also sehen wir uns gleich noch ein paar Sätze mit es an. Ich war gestern im Supermarkt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich an der Reihe war. Ich habe letzte Woche mein Auto repariert. Es war ziemlich schwierig. Ich kann morgen nicht zu dir kommen. Es ist unmöglich. Aber wie heißt es? Nichts ist unmöglich. Sehen wir uns daher noch ein paar Redewendungen mit dem Pronomen es an. Erzähl mir bitte nichts davon. Ich will es gar nicht so genau wissen. Sieh mich nicht so vorwurfsvoll an. Ich meine es ja nur gut mit dir. Wir trainieren morgen weiter. Wir wollen es nicht übertreiben. Nur kein Stress. Die Arbeit kann warten. Gehen wir es lieber langsam an. Genau, Stress ist niemals gut. Und meine Oma hat immer gesagt, da Wort ist schneller als da rennt. Erwartet ist es schneller als erlaufen. Das ist Wiener Dialekt und bedeutet, dass es manchmal besser ist, auf etwas zu warten, anstatt einer Sache nachzulaufen. Zum Abschluss üben wir noch ein paar Sätze. Gestern hat es 2 Stunden lang nur geregnet. Ihr seht, auch wenn wir über das Wetter sprechen, verwenden wir es. Heute hat es geschneit. In der Nacht hat es gedonnert und geblitzt.
Wenn wir über unser persönliches Empfinden sprechen, dann verwenden wir ebenfalls es. Wie geht es dir? Danke, es geht mir gut. Dasselbe gilt auch, wenn wir etwas riechen oder schmecken. Hier drinnen riecht es nach Vanille. Igitt, draußen stinkt es nach Abgasen. Es schmeckt mir ausgezeichnet. Fallen euch noch ein paar Beispiele ein, wann wir es verwenden? Es klopft an der Türe. Kannst du bitte öffnen? Also bei Geräuschen. Bringst du mir bitte mein Handy? Es läutet. Es raschelt im Busch. Vielleicht ist es eine Katze. In diesem Haus knirscht und knarrt es überall. Es ist schon sehr alt. Wann noch? Bei bestimmten Themen, wenn wir wissen wollen, worum es geht. Wir müssen reden. Worum geht es? Es geht um unsere Beziehung. Kommst du heute zu mir? Es kommt darauf an. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, ob es regnet oder nicht. Und auch bei Zeitangaben verwenden wir das Pronomen es. Es ist noch ziemlich früh. Ich will noch nicht aufstehen. Warum ist es draußen schon so finster? Es ist so finster, weil wir die Uhr auf Winterzeit umgestellt haben. Wie spät ist es? Es ist schon sehr spät. Stimmt. Es ist wirklich schon sehr spät. Und ich muss heute noch so viel erledigen. E-Mails und Facebook-Nachrichten beantworten, einkaufen gehen, ein chinesisches Lied lernen, neue Lektionen vorbereiten, meine Homepage aktualisieren, ein Musikvideo schneiden, ins Sprachencafé gehen und, ja, essen. Essen sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen etwas. Tja, es gibt immer etwas zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen mit der deutschen Grammatik. Tschüss!